Heute zeige ich dir Augenmassage aus dem innenherrenen Qigong, dem Neiyang Gong. Als erstes fängt man an, gerade zu sitzen. Das heißt, die Knie sind etwa 90 Grad, sieht man jetzt vielleicht nicht. Die Füße sind schulterbreit, Hüfte schulterbreit auseinander. Man sitzt aufgerichtet, locker und gelöst. Und man wartet einen Augenblick, dass halt der ganze Mensch etwas zur Ruhe kommt, dass die Sinne zur Ruhe kommen. Dass dadurch der Herzschlag ruhiger wird. Das Ganze dient als Vorbereitung. Je weniger wir unsere Sinne auf die Außenwelt richten, desto besser können wir die Wahrnehmung nach innen schärfen. Fangen wir mit der ersten Übung an, die Augenbrauen massieren. Hierbei wird der Daumen an die Schläfen gelegt, auf Itan, und das Mittelglied des Zeigefingers massiert vom Mittelpunkt nach außen. Von der Seite, Daumen anlegen, nach außen massieren. Insgesamt 18 Mal, und das Massieren ist eine intensive Bewegung. Ich mache einmal vor. Die nächste Bewegung, die Augen ausstreichen. Hier wird der Daumen so gerundet. Der Daumennagel geht über die Augenbrauen und das untere Gelenk geht hier lang. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Dabei wird das Auge nicht berührt, sondern das bleibt schön gebogen. Und die Bewegung ist sanft und harmonisch. Ganz sanftes Rüberleiten. Ich mache mal vor. Auch ebenfalls 18 Mal. Jetzt werden von dieser Haltung die Daumen so gewinkelt und hiermit wird die Augenhöhle massiert. Ganz intensiv. Man massiert von der Mitte nach unten, nach außen, nach oben zur Mitte. 9 Mal die Richtung und dann 9 Mal die andere Richtung.
Danach, jetzt haben wir den Bereich um die Augen aktiviert, jetzt werden die Augen selber aktiviert. Die Augen beschreiben einen Kreis mit den Augenrollen, heißt die Übung, nach oben gucken, zur Seite, nach unten, nach oben, sodass man so kreist. Und das Ganze mit geschlossenen Augen. Die Hände, Herren legen die linke Hand zuerst aufs Dantien, Frauen die rechte. Und beginnen. 24 Kreise zeichnen. Dann innehalten und andersrum kreisen. Danach innehalten mit den Augen, die Augen geschlossen lassen, mit den Handflächen 36 Mal reiben. Danach werden die Hände so schalenförmig auf die Augen halten und die Augen wärmen. Die Augen bleiben geschlossen.
nochmal lernen. Augen geschlossen lassen, ein letztes Mal die Hände aneinander reiben. Die Hände auf die Oberschenkel legen, aufgerichtet sitzen. Die Augen langsam öffnen. Danach sich etwas Grünes suchen, auf das Grüne, also ein Blatt oder sowas bietet sich an. Den Blick dann auch fixieren. Die letzte Übung heißt in die Ferne blicken.
zurücknehmen, nach vorne schauen. Das war die Abfolge der Augenmassagen. Wichtig dabei zu beachten ist, dass man gerade sitzt und dass die Schultern machen halt jedes Mal eine andere Bewegung. Hier ist es ein Öffnen des Brustkorbes, hier ist es ein Öffnen der Rückenpartie, also der Schulterblätter, dass die auseinanderleiten. Hier ist eine Rotation in der Schulter. Selber darauf achten, welche Bewegung machen die Schultern. Und dabei darauf achten, wird die Wirbelsäule eher gestreckt oder geht sie zusammen, entspannt sie richtig. Selber herausfinden, welche Wirbelsäulenbewegung gemacht werden.